Hallo Jungs und willkommen zu einer traurigen Folge von Minecraft gefangen. In der letzten Folge ist Alfie gestorben und diesmal ist Alfie wirklich gestorben. Ich hab ihn wiedergefunden, er hatte einen neuen Hut, hatte er auf, es war wirklich... Es war schön, ihn wieder zu haben. Und dann, Logo, was hast du getan? Wieso ist er gestorben? Erzähl's! Du musst mich nicht beschuldigen. Ich bin nicht schuld. Ich bin auch gestorben. Logo ist auch gestorben. Wir haben nur noch ein einziges Leben jetzt. Wenn wir jetzt einmal noch sterben, dann wird die Welt gelöscht. Direkt. Da kann man nichts mehr gegen machen. Das heißt, wir dürfen nicht sterben. Wir sind schon so weit jetzt hier gekommen, hier bei unserem Ziel zum Enderdrachen zu kommen und Minecraft durchzuspielen. Deswegen, wir dürfen nicht mehr sterben. Aber Alfie ist gestorben, nachdem wir in einer Schlucht waren und er mir nachgesprungen ist. Gedenken habe ich trotzdem hier noch an Alfie. Und zwar hier, schau dir diesen Hut an. Ich habe Alfie jetzt hier immer bei mir oben auf dem Kopf drauf. Da wird es bleiben. Was ist denn denn her? Ja, guck mal. Kurz, da kam mir zugeflogen. Praktisch direkt nachdem Alfie gestorben ist. Weißt du, der schaut mir aus dem Himmel zu und hier auf dem Kopf sitzt er jetzt auch noch drauf. Ich fahre mal hier gerade mal hier ein bisschen alles hier an den Reeds ab, die wir haben. Hier Zuckerrohr und vor allem auch haben wir auch Schießpulver-Reeds. Aus diesen schwarzen Dinger hier, die machen Gunpowder. Also das, was man auch von Creepern bekommt, haben wir auch ein paar getötet, dementsprechend, das haben wir auch alles am Start. Aber hier, diese Gunpowder-Reeds, wenn man die nimmt, einfach ins Crafting-Feld tut, bekommt man Schwarzpulver. Und was macht man aus Schwarzpulver und Sand? TNT. Und wir haben davon jetzt insgesamt hier schon, glaube ich, relativ viel. Vier habe ich noch, packe ich kurz in unsere Kiste. Oh. Hier, Gunpowder-Reeds haben wir hier nämlich auch nochmal welche. Zack, haben wir schon 33 Gunpowder, also das ist schon... Da kann man schon ein bisschen was draus machen, denn es gibt eine komplette TNT-Rüstung, die ich mir demnächst machen möchte. Aber dafür müssen wir, glaube ich, noch mehr anpflanzen, ne? Also... Ich habe aber eine Idee, wie wir relativ viel Sand dafür bekommen. Ja, der Sand ist nicht das Problem. Wir haben immer noch nicht genug von dem, vom Rest. Ah, nee, dafür brauchen wir aber Schleimbälle. Sand ist ja hier auf der anderen Seite richtig viel. Wollen wir einmal schlafen? Dann ja, ist der Regen damit weg, der Regen dann weggeht. Und dann können wir hier auf die andere Seite. Aber ich dachte, dass wir mehr Gunpowder haben. Das heißt, wir müssen das richtig gut anpflanzen. Ich werde das nochmal, sobald wir mehr haben, werde ich das alles anpflanzen. Hast also, du mich vercraftet? Sonst hätte ich gesagt, dann pflanzt es doch gleich an. Ja, ich habe die alle schon vercraftet. Ich habe 33 Gunpowder. Irgendwo... Hier waren noch 9, die können wir gleich anbauen. Ja, perfekt. Ja, dann müssen wir irgendwo mal ein extra Abteil machen. Am besten auf Sand, da wächst es natürlich schneller. Ja, hier drüben. Ach, du willst hier so eine Spur lang ziehen? Würde ich dann halt so konzipieren, dass wir das so machen. Ich ziehe hier so eine Spur lang. Folgendermaßen. So, okay. An unserem Hafen. Und weil der Sand ja runterfällt und damit wir nicht alles mit Sand zuschütten. Hast du noch Sand? Ja, ein bisschen Sand habe ich hier gerade extra geholt. Dann würde ich den Sand dort jetzt einfach auf dieser Cobblestone-Spur lang ziehen, wenn es geht. Ja. Und dann pflanzen wir da das Ganze lang. Ganz einfach. Und dann, wo wolltest du Sand hinsetzen? Da, wo drauf, der Cobblestone ist. Einfach dort als Spur lang, ja. Okay, genau, einfach hier. Dann haben wir hier unsere neue... Spur. Perfekt. Das heißt, hier können wir jetzt hier schön noch Gunpowder farmen. Also das wird schön hochwachsen. Du musst und dann können wir richtig viel TNT machen. Zum einen mal B drücken, damit Autotorch bei dir, glaube ich, deaktiviert ist. Nee, ich setze nur immer selbst auf. Ach, du setzt die wirklich selbst? Du läufst hier so lang, überall fackeln. Das ist ja einfach... Ja, weil ich die in der rechten Hand ja habe. Und deswegen habe ich die immer in der Hand. Die musst du mal aus der Hand rausnehmen, wenn ich nachts ist. So. Jetzt wird es nicht mehr passieren. Also aber wir waren ja auch in der Höhle und wir haben richtig viel gefarmt, nämlich hier, warte mal, ich habe hier noch 45 Eisenerz, das haben wir in der ganzen letzten Folge in dieser Höhle, in diesem riesigen Leerraum, in der Hölle praktisch, in der Höllenhöhle haben wir das alles gefunden, genau da, wo Logo gestorben ist, immerhin waren wir in der Weise erfolgreich und das heißt, wir haben mit so viel Eisen, dass wir uns eigentlich Eisenrüstung machen können, oder? Ja, du kannst ja eine machen, ich wollte mir eine Ofenrüstung machen, ich habe jetzt erstmal ein paar Tanks gemacht. Damit ich unsere Lava hier abfüllen kann, weil wir die ja horten für die Obsidian-Rüstung später. Guck gerade nur, wo wir noch Platz haben. Das ist natürlich gerade, dass es auch schön aussieht. Ich würde sagen, dann ziehe ich das hier hoch. So, und dann mache ich hier erstmal die Lava rein. Das sind Tanks? Ah, okay. Und dann können wir Lava reinfüllen. Nice. Und das Hot Cheese Sandwich übrigens habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe im Moment 3,5. Ich esse es jetzt. Unten rechts seht ihr es. Zack. Boah, jetzt habe ich, es hat 4 gebracht. What? Das vier ist echt gut, dafür, dass es mit Käse ist und da sich die relativ simpel machen lässt. Ja, ich habe jetzt noch 33 Weichen. Haben wir denn noch so viele Eier? 9 Eier, soll ich mal ein bisschen... wir haben keine Milch mehr. Hm. Ich mache mir schon mal so viele Öfen, wie ich kann. Währenddessen fahre ich jetzt hier gerade aber einmal kurz rüber, denn ich habe hier, auf dieser Insel waren wir unterwegs und ich habe ja war nicht nur in der Höhle, sondern ich habe auch noch was anderes gemacht. Ja, ich zeige das hier einmal.
Hört ihr das Geräusch, Leute? Das sind doch Kühe. Schaut mal an, was ich hier gebaut habe. Oh, Hallöchen. 3 Kühe haben wir nämlich schon mal am Start. Und die vierte, die habe ich hier direkt um die Ecke gehabt. Guckt da mal einmal an. So, hier müsste die eigentlich direkt, hier müsste die irgendwo sein. Da, hallo, da ist sie ja. So, schaut euch an. Jetzt mit dem Weizen müssen die mir eigentlich folgen. Hier, jawohl, da kommt sie direkt mit. Komm mit. Liebe Kuh, komm hierher. Jawohl. So, um die Ecke. Na? Och, die folgt mir gar nicht. Komm! Bertha! Hier! Bertha, jetzt kommen wir mal ran hier! Also, wenn die nicht mitkommt, dann nehme ich zumindest die 3 hier mit. So, Mumu machen die. Jawohl, da wollt ihr doch alle raus. Ich kenne euch doch. Kommt! Jawohl, eine nach dem anderen. Das sind Kühe, sag ich dir. Das sind die Feinsten, jawohl. Komm mit. Hier runter zum Strand. Genau. War das eigentlich so, dass Kühe keinen Schließmuskel haben und deswegen, wenn die ins Wasser kommen, dass die einfach untergehen, weil sie sich von unten mit Wasser vollsaugen? Waren das Kühe? Also auf alle Fälle, bei irgendeinem Tier ist das so. Eine komplette Nacht hat's gedauert, um die Kühe hier von da ganz hinten hierher zu bringen. Aber wir haben es geschafft und Logo hat einfach mal schon einen Stall fertig gebaut. Mega nice mit diesen kleinen Treppenstufen hier vorne. Jetzt muss die Kühe nur hochbekommen. Alles ist gut, ich habe es gleich geschafft. Niemand von denen ist untergegangen, obwohl die keinen Schließmuskel haben an wichtigen Stellen. Komm hoch. Liebe Kühe. Oh Gott, du wirst mich gleich so hassen. Wieso, was hast du gemacht? Nee, so was man hätte machen können. Und zwar ist mir das gerade eingefallen. Man nein, die ertrinken jetzt, wenn sie da, die ertrinken, wenn sie hier runtergehen. Kühe, ihr müsst nicht so blöd sein, bitte. Liebe Kühe, so. Komm einfach hier an Land, ja? So, dann wir machen das einfach so hier. Oder? Zack. Pokémon. Oh, hä? Warte, was hast du? Was? Woher hast du Pokebälle? Habe ich mir gerade gebaut. Ist mir eingefallen, dass die im Modpack drin sind. Klappt du hast mal. Pokebälle, mit denen man Kühe teleporten kann? Darf ich auch mal benutzen? Das funktioniert gerade nicht, weil die Kühe... Oh nein, nicht da rauslaufen. So, eine Kuh. Eine habe ich. Okay, dann hier, eine habe ich auch schon mal drin. So, warte, dann packe ich die nächste rein. Jo. Pokéball, let's go! Darf ich auch mal ein Pokéball ausprobieren? Ja klar, hier, bitteschön. Ganz vergessen, dass wir die in den Modpack haben. Als ob, weißt du, wie viel schneller das mit dem Pokéball gegangen wäre? Ja, deswegen, es tut mir so leid. Es funktioniert, es buggt aber auch. Es funktioniert halt nicht. Warte mal, ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Es liegt daran, dass wir die Köpfe aufhaben. Zack und zack. Da. Hey, manchmal geht's, manchmal nicht. Ja, ich glaube... Nee, aber das liegt nicht an den Köpfen. Nee, ich hab's mit Kopf geschafft. Ja, aber siehst du, es ist auch super teuer. Also ich habe unser ganzes Redstone jetzt für einen verbraucht. Aber gut, immerhin haben wir jetzt hier ein paar Kühe haben wir am Start und die wollen auch direkt Liebe machen. Hier, schau, direkt Liebe wird da gemacht. Hast du noch Weizen? Die eine müssen wir hier reinlotsen. Und hier, zack, siehst du da unten? Jetzt haben wir eine Babykuh auch noch. Also richtig, richtig gut. Spätestens jetzt hätten wir unendlich Butter. Man kann sich ja unendlich Milch hier holen. Die Milch muss man einfach dann nur draufkloppen hier auf den Tisch hier. Und dann bekommt man hier Butter raus. So, dann holt man sich Milch, kloppt die drauf und holt Butter raus. Perfekt. Und weiter. Zack, zack. Unendlich Butter haben wir am Start, Leute. Und das ist hier richtig schön aufgebaut, muss ich auch sagen. Das ist wirklich richtig schön geworden. Das hast du wirklich richtig toll gemacht hier. Nice. Weißt du, was noch fehlt, damit es endlich ein fertiges Skyblock-Projekt ist? Ja. Eine Cobblestone-Maschine. Ein was? Cobblestone-Maker. Ja, so ein Cobblestone-Maker will ich jetzt bauen. Weil, ist halt einfach. Du kannst ja mal hier runtergehen. Da habe ich halt so eine riesige Kuhle ausgehoben in der Mine auf der Seite. Und deswegen, glaube ich, ist es besser. Du hast hier was ausgehoben, was groß ist? Ja, wenn du jetzt irgendwo rechts gehst, glaube hier. Ja, hier. Ja, so ein kleiner Quader. Okay, sieht noch nicht so eindrucksvoll aus, aber immerhin. Wofür ist der da? Na, damit ich jetzt hier die ganze... Ach, zum Cobblestone fahren einfach. Ich brauche keinen Cobblestone mehr. Ach, du hast jetzt die krasse Rüstung. Ja, darf ich auch mal ausprobieren? Ja, du klar. Hier, bitteschön. Du musst du komplett einmal anziehen. Schaut euch mal an, was sich Logo gecraftet hat. Hier eine Ofenrüstung. Musstest du dafür ganz viele Öfen craften? Teuer ist die jetzt nicht. Ja, du brauchst halt nur einen Haufen Öfen, wo du normalerweise Eisen hinpacken willst. Aber bau jetzt einfach mal Stein ab. Okay, baue ich also Stein ab. Was kommt raus? Ein fertiger Smoothstone. Ja. Ein fertiger gebackener Stein kommt dann einfach raus. Das ist ja krass. Das muss ich jetzt mal bei anderen Sachen ausprobieren. Schaut mir hier zum Beispiel, hier bei diesem Erz, kommt direkt das Fertige raus. Mega stark. Wie ging das jetzt? Also man hat diese Wasserquelle, das alles gut. Dann ging das hier einen nach vorne. Dann floss das ins Wasser. So. Dann das. Hier kommt die Lava. Mhm. Dann fließt die Lava dort dagegen. Dort entsteht Cobblestone. Zack, fertig. Okay, das heißt, wir machen einen Sicherungsblock rein. Dann kommt der hier hin. So.
Muss mal kurz da runter und dann kommt hier die Lava rein und dann kommt die Wasser rein und das Wasser. Naja, aber jetzt könnte das Wasser die Lava zerstören. Nee, alles gut, alles gut, alles gut. Das muss genau andersrum noch hier gemacht werden. Hier muss nämlich noch ein Block hin. Dann muss das wieder zugemacht werden. Nicht, dass es die Lava kaputt geht. Dann nehmen wir das hier. Nee, die Lava geht nicht kaputt. So, pass auf, jetzt ist es funktioniert. Und. Ja, stark. Jo, wenn man direkt Cobblestone abholt, wird daraus direkt Cleanstone. Ja, ja, das ist eine absolute Cleanstone-Maschine jetzt. Hey, lauf nicht weg, hey. Komm schon. Was denn los? Muss man aus der Entfernung vielleicht werfen? Ja, vielleicht müssen wir einfach nur ein bisschen mehr entfernt sein. Und was hier drunter? Hier hatte ich auch schon mal was eingesperrt. Ich glaube, das ist noch eine Kuh drunter, ne? Oh, die müsste man ja eigentlich irgendwann mal aus Fairness wieder rausholen. Ja, die werde ich auch noch holen. Die werde ich auch noch holen. Wir sind zurück. Und schon der zweite Stall fertig? Nee, ich baue gerade an. Ich muss noch ein bisschen Stein organisieren. Dann werfe ich erstmal hier. Zack, rein. Da ist unser Hühnchen. Wir brauchen echt nur so ein Mini. Nur so ein Mini-Gehege für ja, die. Aber ich wollte jetzt hier noch ein bisschen Platz drum haben. Weil, desto weniger Trichter brauchen wir. Weil Trichter sind ja teuer. Gibt es irgendwas Besseres als Trichter? Wenn wir Trichter können wir herstellen. Wir haben genug Stuff dafür. Na, dann automatisieren wir das nämlich direkt. Wir packen hier eine Kiste hin. Hast du Eisen? Dann basteln wir das schnell. Ja, ich mach schon die Trichter. Ach, du machst schon den Trichter. Okay, weil dann bastel ich schon mal den Rest hier zusammen. Dann kommt auf der Höhe hier der Trichter und dann kommt hier oben drauf theoretisch Trichter. Reicht ein Trichter? Ein einziger reicht. Wir machen das ja relativ kompakt. Okay. Trichter. Haben wir einen Blech, Trichter am Start, Leute. Und mit dem Trichter. Boah, es wird ja ein bisschen fies jetzt hier, aber es ist halt Käfighaltung hier. Und pack den Trichter mal in die Kiste. Dann pack ich den da drauf. Wir können hier, warte. Oder kannst du. Weil, zack, eine schöne grobe Erde. Ah, springen wir rauf. Zack, da ist der Trichter. Das heißt, wenn man jetzt ein Item, zum Beispiel so ein Weizenkorn, einfach hinwirft. Zack, wird direkt eingesaugt und ist hier unten dann in der Kiste drin. Also hier haben wir's. Schubsi, du musst die Schubsi-Logo. Schubsi, Schubsi rein. Los, Schubsi. Ja, komm, ja. Zurück zu Mama, ja genau. Ah, da habe ich direkt genießt. So, jetzt können wir das hier oben noch zumachen. Damit Glas, damit die Sonnenlicht haben. Schöne kleine Farm haben wir jetzt hier am Start. Sowohl mit den Hühnern, sowohl mit den Kühen, als auch mit den Hühnern. Wie hübsch das jetzt ist. Das ist ein richtiges Designer-Ding hier. Aber wir brauchen noch hier mit genau den Steinen hier so ein Podest, dass man da rankommt. Podest? Ach, dass du da vorne rankommst? Ja, gerne. Hier so Blöcke hin. Das machen wir aber auch Designer. Oh, schön. Guck mal. Oh Gott, wir dürfen auf gar keinen Fall sterben. Das ist jetzt klar. Weil wir haben eine automatisierte Farm. Ja, wir haben wirklich unsere erste komplett automatische Eierfarm. Wir haben jetzt eine halbautomatische Cobblestone-Farm, wo man nur noch stehen muss und die ganze Zeit drücken muss, damit man Cobblestone bekommt. Wir brauchen nur noch 3 Diamanten. Dann können wir Obsidian einfach abfarmen und dann haben wir unsere Obsidian-Rüstung. Was los? Du kannst Weizen direkt essen. Echt? Es gibt auch bestimmt nur einen halben, oder? Ja, aber ich meine nur. Du kannst alles hier in den Mund stoppen. Ich meine, zieh noch mal deinen Lego-Helm auf, dann sehen wir noch mal, wer du eigentlich bist hier. Ja, zieh noch mal schön deinen Lego-Helm aus und auch die Tüte vom Kopf bitte dann noch mal kurz abziehen. Deswegen wir, ne? Ach so, ich soll den abziehen? Ach ja. So, hallo. Da seht ihr, in die Fresse geht ja auch alles rein. Hier, kannst du Erde gegenwerfen, wie du willst, ja? Leute, das war's für die heutige Folge von Minecraft Gefangen. Wir haben hier unsere erste Tierfarm fertig aufgebaut. Wir dürfen nur nicht sterben, Leute, weil wenn wir sterben, wir haben jetzt so eine schöne Insel hier, ist das Logo richtig schön gebaut. Wir haben die Tiere am Start, mit dem Pokéball können wir jetzt alles weiter auch noch daran holen. Wir dürfen einfach nicht sterben, sondern wir müssen jetzt schaffen, bis zum Enderdrachen zu kommen und den natürlich am Ende auch zu schlagen. Das ist das Ziel hier von Minecraft Gefangen und die nächste Folge, die gibt es dann natürlich auf dem Kanal von Logo. Wir laden abwechselnd hoch. Vielen Dank euch heute fürs Zuschauen. Drückt da nach oben, wenn es euch gefallen hat und bis zur nächsten Folge von Minecraft Gefangen. Mach's gut. Ciao.